Sehr geehrte Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, nach diesem emotionellen Beginn dieser Reden möchte ich es vielleicht einmal ein bisschen anders versuchen. Und ich möchte an Sie, Kolleginnen und Kollegen, zwei Fragen stellen. Und zwar, erstens, würden Sie es wollen, dass zum Beispiel die Mehrheit von Strafreferenten einer Bezirkshauptmannschaft oder einer Landespolizeidirektion die Möglichkeit hat, darüber zu entscheiden, ob sie Verkehrssünder bestrafen will oder nicht? Oder ein bisschen höher gesponnen, sagen wir beim Gericht, würden Sie es wollen, dass eine Mehrheit von Staatsanwälten bei einem Landesgericht hat, zu entscheiden, ob sie bestimmte Straftaten bestrafen wollen oder nicht? Ich glaube, das hat nichts mit Gewaltenteilung zu tun. Sie wollen das nicht. Es kann mir keiner sagen, dass Sie das wollen. Und zwar aus folgenden Gründen nicht. Es ist das rechtsstaatliche Prinzip verletzt, das Offizialprinzip. Bitte hören Sie mal zu, vielleicht bilden Sie sich dann die Meinung. Und es würde zumindest meinem Rechtsempfinden entsprechen, das zu tun. Und ich glaube, Ihr Rechtsempfinden wird auch sagen, nein, das ist nicht in Ordnung. Und da komme ich jetzt genau zu dem Punkt, um den es geht. Ich glaube nämlich, dass es doch einer Reform der Bundesverfassung bedarf, nämlich genau im Fall einer Ministeranklage. Und jetzt gehen wir mal weg von den Einzelfällen, sondern denken wir durch, warum es das bedarf. Ein Minister kann ja dann nur vor dem Verfassungsgericht kommen, was ja vorher schon behauptet und gesagt wurde und was richtig ist, dass es eines Mehrheitsbeschlusses des Nationalrats bedarf. Ja, dann haben wir ein Argument gehabt, dass das faktisch Todesrecht ist. Todesrecht deshalb, weil wir die Bestimmung schon seit der Verfassung 1920 in Kraft haben, aber für eine Ministeranklage hat es nie gereicht, aus welchen Gründen auch immer. Und der entscheidende Punkt jetzt, warum Sie darüber nachdenken sollten, ist der, genauso wie jetzt die Konstellation ist, dass eine Regierungskoalition meistens auch die Mehrheit im Nationalrat hat. Und das ist der Punkt, weil es ist schon im Interesse oder normalerweise im Interesse einer Regierungspartei, dass sie nicht gerade diejenigen Minister, die eigentlich für den Vollzug verantwortlich sind, ihrer politischen Ideen belastet und vielleicht sogar noch beim Verfassungsgerichtshof anklagt. Das ist einmal der Punkt. Und das ist auch der Punkt, warum ein schiefes Licht auf dieser Bestimmung steht. Und noch einmal, weg von den allgemeinen Vorfällen jetzt, denkt man drüber nach. Weil ich denke, wir sind genau diejenigen, die anderen Bürgern in Form von Gesetzen Verpflichtungen auferlegen. Wir machen das, wir erwarten von ihnen, dass die Bürger, ja, aber der Bürger allgemein muss sich dafür verantworten, wenn er dieses Gesetz, dass da kommt es. Nein, offenbar nicht. Wenn sogar der Präsident des Verfassungsgerichtshofes, Moment. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir wissen alle, Zwischenrufe gehören in ein Parlament. Es ist nur so, dass wenn weder das stenografische Protokoll sie noch aufnehmen kann, noch der Redner beim Reden behindert wird, dann wird es zu viel. Ich ersuche, den Lärmpegel wieder ein wenig zu senken. Und Herr Abgeordneter, Sie sind am Wort. Ja. Nein. Ich denke mir, wenn der normale Bürger verpflichtet ist, Regeln und Normen einzuhalten, da sollten wir doch ein Vorbild sein. Wir sollten ja nicht genau diejenigen sein, die sich's richten können mit ihrer Mehrheit. Und genau um dieses schlechte Licht, um dieses diffuse Licht aus der Welt zu schaffen und der Demokratie wirklich weiterzuhelfen, ersuche ich hier und jetzt, überdenken Sie das und stimmen Sie diesem Gesetzesantrag zu. Dankeschön. Als nächste zu Wort gemeldet.